Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt, habt es euch gut gelassen mit der Familie. Wir haben auch noch mal gute Nachrichten für euch. Wir haben die Weihnachtsaktion für euch verlängert, damit ihr auch auf ganz aktiver Spritzerbasis das Weihnachtsgeld eventuell in ein schönes Produkt aus unserem Shop investieren könnt. Wir haben so viele coole Produkte für euch, ob es der spontane Blick Sipoli ist im PlayStation 1 Look, ob es Kennzeichenhalter sind, Kissen, Badelatschen. Wir haben immer noch zu jeder Bestellung einen Gratisartikel. Plus eine handsignierte, limitierte Autogrammkarte. Also es gibt massig Auswahl für euch, wo man mal den einen oder anderen Schnapper machen kann. Und ich hoffe, dass vielleicht was für euch dabei ist. Also geht's dir vergönnen. Kurs auf die Nuss. UFO 361, 10 Dinge, ohne die der Rapper nicht leben kann. Bin ich jetzt mal gespannt, Alter. Aber seitdem ich meine Haare mit EWA Wasser wasche, habe ich dieses Problem nicht mehr. Hi GQ. Den Clip habe ich bei TikTok gesehen. Gestern sagt mein Nachbar zu mir, Digga, er hat Schuppen, Digga. Da war ich echt ganz kurz davor zu ihm zu sagen, Digga, Ufo macht seine Haare mit Dings. Aber da habe ich gedacht, nee, das war nur ein Troll gewesen, ne? Stell dir einfach vor, er hat gesagt, Digga, mit, ne? Ich bin Ufo und das sind meine kleinen Fanshits. Jetzt bin ich mal gespannt. Mein erstes Essential ist dieses Bild von meiner Mom und mir. Das Bild wurde kurz nach meiner Geburt geschossen, wie man sehen kann. 1988 in Berlin-Kreuz. Ist Ufo auch 88er Bau oder was? Am 28. Mai hat er Geburtstag. Mhm. Das Bild steht... Ufo habe ich, muss ich sagen, irgendwie, also es gibt natürlich Songs, die ich von ihm höre, aber jetzt so ganz krass höre ich seine Musik nicht, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr sympathisches Kerlchen. Ich glaube, mit dem kann man gut quatschen und sympathische Gespräche führen. Und was ich halt auch, ne, graffiti-technisch ist er ja auch ein bisschen unterwegs, also ich nicht. Aber graffiti-technisch, ich glaube, mit dem könnte man sich gut unterhalten über Gott und die Welt, Digga. Also ich finde ihn sehr sympathisch und authentisch auch. Auf meinem Nachtschrank und bietet mir sehr viel Inspiration, sehr viel Motivation, sehr viel Power. Ein Mikrofon, Sony C800G. Sehr, sehr, sehr heiliges Teil. Wird mittlerweile gar nicht mehr so produziert. Das ist noch der Originalkoffer. Wir haben irgendwann mal... Wusstet ihr das... Ey, moin, Kaido. Wusstet ihr das eigentlich, Chat, dass viele Musiker... Gesundheit. Dass viele Musiker beispielsweise Mikrofone benutzen aus den 70ern, 60ern, weil die so diesen ganz besonderen Sound abgeben? Ey, sag mal! Geht's doch, oder was? Was haben dir die Haare getan? Du klemmst an den Haaren fest. So. Oh, ich hab auch keinen, das habe ich ja ganz vergessen. Papa hat dir ja gar kein Fressi-Fressi gegeben. So, komm, Kaido, Papa gibt dir Fressi-Fressi. Ja! Kaido war richtig, Digga, ausgehungert, Alter. Einen Anruf im Studio bekommen von dem Manager von Migos. Die wollten einen Raum mieten und haben gar nicht nach dem freien Termin oder so gefragt, sondern haben direkt angerufen und gesagt, habt ihr das C800G Mic da? Und wir so, ja, haben wir. Okay, dann kommen wir zu euch ins Studio. Also so besonders ist dieses Mikrofon. Die Amis arbeiten im Prinzip. Wisst ihr, was das kostet, Chat? Das würde mich mal... Wie heißt das? Ich finde keins online. Scheint wohl sehr besonders zu sein. Bis zu 20.000? Oh. Nur mit diesem Mikrofon. Es hat einen sehr bestimmten Klang, vor allem im Höhenbereich. Ich habe mit dem Mic das ganze Lauf mal Live-Album aufgenommen. Natürlich, wir haben eine Uzi-Ratte. Sieht ein bisschen aus wie eine Knarre, Alter, ehrlich. So klingt die Stimme dann auch. Als nächstes haben wir hier eine Teenage Mutant Ninja Turtles Figur. Das ist der geil. Savage Leo, der Ruthless Leader. Eine Special Edition von 1994, Playmates, original verpackt. Ich war als Kind, also ich bin es eigentlich immer noch, aber als Kind war es extremer, ein sehr großer Turtles-Fan. Ich hatte tatsächlich auch eine Schildkröte, die habe ich dann auch Leonardo genannt. Das war mein erstes und letztes. Sehr, sehr sympathisch, der Ufo, Digga, sag mal ganz ehrlich, sehr sympathisch, Alter. Und Turtles, muss ich aber ehrlich sagen, Turtles sind auch verdammt cool, Alter. Das ist in der Collection, die sagt, sie müssen Leonardo. Ja, voll. Also die ist tatsächlich jetzt auch, ich schätze mal 500 Euro wert. Die hat damals wahrscheinlich irgendwie 20 Mark gekostet. Yes. Meine Kamera, meine Olympus analoge Kamera. Ich mache sehr gerne Fotos. Ich wollte als Kind eigentlich schon immer Fotograf werden, ehrlich gesagt. Und ich habe ein paar Fotos entwickeln lassen. Hier unter anderem Kris Jenner, Offset. Da waren wir in einer Fashion Show in Paris. Hier ist mein Favorite Pick.
Anne im Hof, ihr wisst Bescheid. Bella Hadid, vorm Eiffelturm. Ich fotografiere auch oft Leute aus meinem Umfeld, mache ein Autogramm rauf und verschenke die dann als Geste und als Erinnerung für bestimmte Momente. Ihr wisst Bescheid. Also ich sag euch ganz ehrlich, Digga, ich habe, glaube vorher nie ein Interview von Ufo oder so gesehen. Kannte nur seine Musik, bisschen Insta-Minster und so. Digga, der macht ja einen richtig sympathischen Eindruck, Mann. Auch ihm zuzuhören, so, weiß nicht, entspannvoll. Hier haben wir ein sehr besonderes Stück von meiner eigenen Brand, No Hugs. Ein One-of-One. Das ist tatsächlich handgewebt von meinem Partner, seiner Mom, die uns mit so One-of-One-Teilen und so weiter unterstützt, mit ihrer Nähkunst, Webkunst, wie auch immer. Wir waren in Mailand zur Fashion Week und da habe ich Gunnar getroffen. Dann habe ich ihm so die Teile gezeigt und er so, oh mein Gott, ich will das Teil in allen Farben. So, und war auf einmal so voll so Fan und hat es auf jeden Fall krass gefeiert. Es ist tatsächlich so weit gekommen, dass er... Ja, ist jetzt nicht meins, rein von der Optik, aber Geschmäcker sind verschieden, ne? Mich gefragt hat, ob er mit einsteigen darf in die Brand. Und ich natürlich, krass, sofort, den wollte ich ihn schenken. Nach der Unterschrift beim Notar sozusagen. Sehr wichtig, Evian, Glasflasche. Ich habe lange mit Schuppen zu kämpfen gehabt und hab eigentlich alles probiert, so von Alpecin bis irgendwelche Produkte für die Haare, damit es mit den Schuppen besser wird. Hat allerdings alles nicht wirklich geholfen. Aber seitdem ich meine Haare mit Evian Wasser wasche, habe ich dieses Problem nicht mehr. Sehr wichtig, dass es die Glasflasche ist. Die Inspiration kam von Kate. Meint ihr, das ist real? Was? Moss. Kate Moss hat irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass sie sich die Haare mit Evian Wasser wäscht. Und dann dachte ich, ich probiere das mal aus. Ja. Als nächstes haben wir eine Magella Sonnenbrille. Von 2008. Die Incognito. Meine Favorite Sonnenbrille. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, das drückt Privacy perfekt aus. Das ist wie so ein Balken. Wie als wenn mein Face oder was gesagt, meine Augen zählen. Also ich sag so, mir wird sie wahrscheinlich nicht stehen, Digga. Aber bei ihm sieht die verdammt cool aus. Also sie sieht verdammt lässig bei ihm aus, Digga. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was in die Richtung bei mir gut kommen würde, wäre ein Curve Monitor. Sieht ja ungefähr ähnlich aus, bloß als Miniatur. Aber sieht bei ihm verdammt lässig aus. Gibt mir so ein bisschen auch Terminator-Vibes. Wenn ich irgendwie eine lange Nacht hatte oder irgendwie Party mache oder... Ich weiß nicht, wegen Smoken und so, ob ich das erwähnen sollte, darf. Wenn ich mal ein bisschen zu viel gesmoked habe und unterwegs bin, finde ich es sehr gut, dass man sich sozusagen hinter den Shades verstecken kann. Yes. Eine wunderschöne Duftkerze. Ihr könnt leider jetzt nicht dran riechen. Aber alle hier im Raum wissen, wie schön diese Kerze riecht. Ich war unterwegs in Paris, im Studio Musik machen. Und er hatte Duftkerzen an. Und irgendwie bin ich dann drauf gestoßen und dachte so, ey, es ist irgendwie sehr nice. Weil Gerüche einfach auch für Inspiration sorgen können. Bisschen okay. Teuer, also so eine Kerze kostet ca. 150 Euro und ich verbrenne täglich eine davon. Das heißt, es ist eigentlich so straight, auch irgendwie Geld verbrennen, aber der Duft ist es auf jeden Fall wert. Aber ich muss sagen, da fühle ich ihn, Chat, ihr wisst, ich habe auch ein Faible für Duftkerzen. Ich habe, egal wo ich hingehe, immer meine Gucci-Duftkerze dabei. Die brennt bei mir zu Hause nicht jeden Tag, aber wenn ich wenn ich unterwegs bin, habe ich die auch. Die kostet 280 Euro, 300 Euro, Digga. Sie riecht so verdammt gut, ich liebe diese Kerze. Als nächstes haben wir meine Issey-Miyake MA1 Parachute Bomber. Autumn Winter 96. Sehr, sehr, sehr legendäre Bomberjacke. Die hat damals Robin Williams auch getragen. Man kann sagen, Issey-Miyake ist der GOAT, was die ist von 96? Bomberjacken betrifft. Durch diese Jacke ist sehr viel Einfluss auch auf die Bomberjacken, die danach durch Ruff Simmons oder von Ruff Simmons kam die Riot Bomber, das kam alles nach. Krass. Dieser sozusagen. Issey-Miyake ist dieses Jahr leider verstorben.
Dadurch hat die Jacke nochmal natürlich einen anderen Wert für mich bekommen. Wir haben die bei einem Archive-Sammler aus Tokio gekauft. Ich bin ein sehr großer Bomberjacken-Fan. Ich finde, es ist irgendwie, es passt einfach zu diesem ganzen Streetwear-Vibe und zu diesem ganzen Hip-Hop-Vibe. Aber es ist trotzdem irgendwie High Fashion. Ich glaube, die liegt jetzt auch knapp bei 15.000 oder so. Ich trage die auch, ja, ich trage die aber nur an besonderen Tagen. 15 Mille für eine Jacke ist eine Ansage, Digga. Aber gut, ein exklusives Ding und auch Asbach uralt schon. Meine Archive-Sammlung einfach immer nur zwischendurch rangehe und sage, okay, heute. Hey, Pummelfee, danke dir, Mann. Ist ein besonderer Abend, ich packe irgendeinen Isimiyaki-Bomber aus oder irgendeinen Ralph Simmons-Teil. Aber ich habe Angst, die Daily zu tragen, weil das Risiko höher ist, dass dann irgendwas kaputt geht, dreckig wird oder sonst was. Die ist mir einfach zu heilig, ihr wisst Bescheid. Mr. President, wisst Bescheid. The White House Shop. Sehr, sehr, sehr krass. Hab ich vorher nicht gewusst, hat mir ein Kollege gezeigt. Die haben tatsächlich eine riesen Auswahl an Merchandise und Merch auf der Homepage. Ich nehme die mit ins Auto, ich habe tatsächlich auch schon 4 Stück verloren. Schreibt mir ein Kollege, ey, du hast deine Mr. President Tasse im Studio vergessen. Ich so, Bro, fass sie auf jeden Fall nicht an. Darf auch nur ich benutzen, wisst Bescheid. Das waren meine 10 Essentials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war echt ein entspanntes Video, Digga. Ich kannte den Kanal gar nicht. Machen die nur mit Rappern oder was? Ah, Justin ist auch da sogar. Ist auf jeden Fall ein cooler Kanal, Digga.